Hallo Freunde, weiter geht es. Whitley ist besiegt. Wir müssen jetzt hier irgendwie wieder rauskommen. Ja, dann habe ich noch ein, zwei Geheimnisse, zu denen ich will. Auf ist es schon mal. Ach, Samus, wieso hörst du immer wieder auf? Oh. Boah, ich kämpfe lieber 12-mal gegen Whitley, als diese Sprünge hier immer zu machen. Danke. Oh. Gibt es jetzt hier keine Abkürzung? Na, Waffen wären mal nicht schlecht. Ach, egal. Hauptsache, Leben ist voll. Wieso mache ich mir das eigentlich immer so kompliziert? Jawohl. Danke. Nein, nein. Ihr Süßen. Euch brauche ich jetzt aber nicht kaputt zu machen, oder? Nein, nicht schon wieder. Nein, Gott sei Dank. Ich dachte gerade. So, dann können wir hier wieder hoch. Na komm schon. Zack. Und alle. Das ging aber eben schneller. Aufwärts. Das war eine Powerbombe. Ah, irgendwie. Noch einer? Nein. Ah, jetzt müssen wir hier nur. Nein, mal wieder rauskommen. Na, hier. Oh, ohne kaputt zu gehen. Getroffen zu werden. So, hier durch. Schlimm. Bam, 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 bam. Speichern. Wir haben Whitley besiegt. Darauf ein Speichern. Ja, und den Safe State eben, ihr habt es ja gesehen, habe ich nicht gebraucht und nicht genutzt. Also, es wird hier immer noch mit ehrlichen Mitteln gespielt. Nicht, dass mir nachher einer ankommt und sagt, der spielt aber mit Safe States. Nein, nein. Sowas machen wir nicht. Wie komme ich jetzt hier am schnellsten wieder raus? Nach links? Nee, da ist ja die Lava. Wobei komme ich da rum? Müsste ich doch eigentlich, oder? Nein, komme ich nicht. Gut, dann gehen wir halt andersrum. Da müssen wir jetzt also den langen Weg gehen. War das auch, glaube ich, eben, wo wir dann wieder zurückkamen, richtig? Ja, richtig. Ja, jetzt wissen wir auch, wofür die Tür da ist. Dadurch kommen wir nämlich wieder zurück. Ach ja. Ach ja. Ach ja, Mann. Alle, ja. Na komm schon. Das hört sich gut an. Das hört sich auch gut an. So, dann sind wir jetzt hier. Da waren wir ja auch schon. Zang, zang, zang.
Zang. Zang. Zang. Hallo. Samus. Screw dich rum. Alle. Hopp! Ach, Leben. Egal. Ja, ich bin jetzt hier wieder. Sehr gut. So, ich hoffe, ich komme jetzt hier in einem rüber. Das sieht gut aus. Und ich bin so stolz auf mich, dass ich schon weiß, wo ich hin muss. Ich meine, Brainstar war das wieder. Und zwar in dem Raum, wo diese ganzen Steinfiguren von den einzelnen Endgegnern gestanden haben. Da haben wir ja gesehen, immer wenn wir einen Gegner besiegt haben, ist ja eine Steinstatue im Prinzip, ja, hat sich verabschiedet und aufgelöst, wie man das jetzt immer nennen mag. Und Whitney war jetzt der Letzte, der jetzt noch gefehlt hat. Und deswegen... Ach ne, brauche ich jetzt gar nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was da jetzt geht. So, hier müssten wir jetzt aber... Genau! Raus hier! Aus Norfair. Wieder ans schöne, helle Tageslicht. Wir sind jetzt wieder in Brainstar, genau. Da will ich da oben Richtung Quiteria. Will ich raus, dann können wir nämlich nochmal einen Trip über das Schiffswrack machen. Und kommen dann darüber hinten links wieder zum, ja, zu diesem Raum mit diesen Steinstatuen. Vor allem würde ich mal gerne wissen, wie diese ganzen Endgegner, wie die heißen. Beim Whitley, das kenne ich. So, und dann weiß ich noch, dass es Metroids gibt, Omega, Zeta, Gamma, Delta oder wie sie alle hießen. Das habe ich auch mal gehört, aber wie die jetzt die ganz süßen Knuffis hier heißen, die ich besiegt habe, keine Ahnung. Selbst mit der Screw Attack, doch. Samus. Also die Frau regt mich, glaube ich, immer absichtlich auf. Da rein! Herrschaftszeit! So, dann hier rein, da hoch. Nein, du triffst mich nicht. Nein, ich will die doch gar nicht kaputt machen. Sehr gut, danke. Ach, nicht alles kaputt machen. Samus, du sollst doch nicht alles kaputt machen. Gut, dann machen wir es anders. Dann gehen wir erstmal hier und dann hier wieder rein. So, genau, da oben will ich nämlich hoch. Na! Samus, du kannst ja manchmal ganz schön nervig sein. Immer wenn sie die Screw Attack nicht machen soll, dann macht sie. Doch bedeutend einfacher. Boah, Samus. Lecco mio. Nein. Na, das kann doch nicht sein, Mann. Ach.
nicht. So, jetzt schön mit der Ruhe. Boah. Also es ist wirklich schwieriger, als man denkt, Freunde. Ach so, ja. Hallo. Hallo. Lötschkopf, Mann. Ach, das ist... Das glaube ich jetzt nicht. Komm, verpiss dich hier, Mann. Aha. Da sagte man mir auch irgendwo... Ist dann versteckt. Wo soll das sein? Egal. Oh, ich hab Husten, Mann. Ich hab Husten. Moment mal, da unten war ich doch schon. Na. Mit. Ja, genau. Und aufwärts. Ah, das schöne helle Tageslicht. Müssen wir jetzt eigentlich beim Schiffswrack gleich ankommen. Ja, genau. Da ist aber der Schiffswrack. Ach, bin ich verkehrt rausgekommen. Da will ich aber jetzt noch hin. Und dann lade ich mich kaputt. Es ist immer ein Reservetank. Dann, Freunde, lade ich mich wirklich kaputt. Ah, und die Zeit ist auch schon wieder rum. Wäre was tatsächlich. Und was haben wir hier? Ein Missile-Container. Schön. Da sagte man mir auch, ich weiß nicht, wer das war, ob das der Verstrecker Ceramus war oder auch der X-Level-Rack. Freunde, verzeiht es mir, aber ich bringe euch immer durcheinander. Ihr hört euch irgendwie für mich alle gleich an. Hier jetzt ein Schiffswrack. Und dann müssten wir nach oben. Oder nee, wir müssen erstmal genau Richtung Quiteria, also eine Etage runter. Hier rein. Hep. Oh nein. Ah, ich wusste es, ich wusste es. Ist das ein Dreck hier? Mann! So, und jetzt oben angekommen, da müsste das sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau da. Ah, wusste ich doch. Ein bisschen vorsichtiger hier, ja? Freunde, es bringt nichts. Die Zeit ist gleich rum. Wir sehen uns hier im nächsten Teil wieder. Also bis dahin, NRW bei 18. Adieu.